macht sich da ebenfalls schon mal startbereit. Letzter Starter dieser Klasse, der Dominik Friedl aus der Schweiz, noch einmal mit dem C-Tor. Und er geht nochmal nach vorne, der kommt nochmal an die Weite vom Halkran. Da geht's vielleicht nochmal aufs Treppchen. Zur 100 Meter Marke und das wird eine ganz enge Kiste. Nein! Euro kaufen! Enjoy the Limits, macht sich startbereit! Pool abgebrochen. Das ist noch der Pool, das ist Markdown. Klasse. Knallt einmal reell. Irgendwie hält das Ganze nicht. Was die Liebe Bastard. Das gibt's doch, aber er hat eine geile Ballastion. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Platz genommen hier neben Jan Knips.
Junge, 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 Junge! Lampard ist wieder da! Sich bereit, Chevy, Big Block, Kiesberg, Big Block, so ist es richtig. Stage 6, 8000 Umdrehungen, blaue Aufladung, 200.000 PS. Samstagabend in Sonsberg. Boah, der Navigator kommt nicht auf Drehzahl. Europas zu Gast in Sonsberg, Never Done. Der Countdown ist der nächste. Countdown. Schweden, der Valtra macht sich stark klar. Unsere Gäste aus Schweden. Schwedischer Meister zu Gast in Sonsberg. Full Pull. Power 112 Meter 74. 2000 Dänemark mit dabei, Deutschland mit dabei. Eigentlich alles, was in Europa unterwegs ist. Auf geht's, Fobby!
Johnny. Ja, es reicht nicht für den Full Pull. Reicht das zum Bull? Vielleicht rutscht der gerade so drüber, aber ich schätze. No! Oh, 100 Meter! Und wir tippen sonst weg. Bull! Fertig, Meister! Auf geht's, Esel Diesel! Dabei ist. Schauen wir mal. Richtig geil. Ah, da geht er so richtig gut los. Da geht er so richtig gut los. Dritt wurde nochmal runtergedreht. Er kriegt immer noch viel. Er säuft. Er säuft im Sprint. Wir brauchen ihn im Finale. Auf geht's, Christian Kaiser! Nein! Nein! Junge! Sonsberg ist er der nächste im Finale. Megatron aus den Niederlanden. Oh yes! Rough Stuff auch mit so einem Monster Full Pull. Und jetzt hier Snoopy! Alter! Der Snoopy ist da! Und wir freuen uns jetzt auf ihn! Easy Rider! Abfahrt Full Pull! Easy Rider! Und der haut hier richtig einen raus, aber er geht aus, denn er war dann. Extrem hohe Drehzahlen haben wir gerade eben schon gehört beim Countdown. Wow, enge Entscheidung, ganz
ganz enge Entscheidung, aber er kommt nicht dran an die Neverdone. Extreme Defi, die Franzosen sind im Finale. Auf geht's für den Case. Er hustet immer so ein bisschen, aber er kommt weit nach vorne, er reiht sich ein auf Rang 3, 89,05, er bleibt damit hinter dem Never Done und hinter dem Countdown, 89,05, es reicht nicht. Hey, er läuft nicht richtig. Probleme beim Isel Diesel. Probleme beim Kuppeln. Probleme beim Isel Diesel. Ja, und nicht nur Probleme beim Kuppeln. Auch im Motor ist irgendwas nicht in Ordnung. Das schaut mal nach. Nicht, dass da Feuer unter der Haube ist beim Isel Diesel. Der Fahrer ist auch schon ein bisschen nervös. Der Bahnkommissar bringt schon mal ein bisschen Wasser. Kleines Feuerchen, kleines Flämmchen. Nichts Wildes. Ja, der Isel Diesel, das klang nicht so gut. Am Ende sind es 75,88 für Isel Diesel. Ah. Filmt das jemand? Okay, es geht los. Rough Stuff, der nächste Finalpole hier in Sonsbeck. Was geht bei Rough Stuff? Flammen im Rough Stuff, Wasser, Rough Stuff steht in Flammen, sofort Wasser ran, Teamkapitän ist da, macht sich startbereit und er geht über die 100 Meter Marke, das ist die große Frage. Es reicht nicht für den Megatron. Es reicht nicht. Es reicht nicht. Numero Spezial. Auf geht's! Ah, sie versucht noch alles rauszuholen. Numero Spezial aus Frankreich. Natürlich haben sie jetzt hier die Chance noch mal nutzen wollen. Den Showpol, den Demopol. Alles dafür vorbereitet. Aber auch beim Numero Spezial. Die Daumen, auf geht's! Er läuft nicht. Er geht sogar auf. Stock, die EM Light nimmt ihren Lauf. Auf geht's für das Dieselross.
weiter, weiter. Voll. Sie kann den Song nicht laden. Nächstes Mal haben wir ihn auf jeden Fall auf der Platte bereit. Auf geht's, Ricky Power! To the hill! Bereit. 3000 Diesel PS am Samstagabend. Auch 2000 PS aus einem Birkitz V8 herausgekitzelt. Es ist der geilste. Optisch ist er einer der geilsten. Bad Boys Toys! Der Wahnsinn! Meister! Abend kann auch er ins Finale fahren! 2000 PS ins Finale! Dabei und das ist der absolute Wahnsinn. Team Time und Tech, der Deal kommt, auf geht's! 3000 PS John Deere, diese Power! Und es beginnt jetzt hier der Fang der Dieselross oder das Dieselross. Auf geht's, Finale! Dieselross im Finale! Und es geht schon wieder über die 100 Meter Marke. Es geht schon wieder unter der Flamme durch hier, am Ziel, am Bahnende, Floating Finish. Wir bremsen bis 110 Meter. 110 Meter bedeutet Full Pull. Und Dieselross holt 100 Meter, 21 Zentimeter, das Diesel. Mm-hmm.
Achtung, die Bahn ist weiß beleuchtet. Das bedeutet, die Startfreigabe ist da. Und es geht weiter im Finale. Timo Tag Dir. Er war auch schnell. Er ist richtig schnell. Er war richtig schnell. Sag mal, wer ist eigentlich für diese...